Eugenie Schwarzwald war Bildungsaktivistin, sie war Sozialreformerin und sie war auch eine Förderung der zeitgenössischen Kunst in Wien in der Zeit zwischen 1900 und 1938. 1938 ist sie dann von den Nationalsozialisten vertrieben worden aus diesem Land, ist dann in Zürich gestorben und ihr Werk ist weitgehend vergessen worden. Um sie wieder zu ehren, um ihr Werk einer öffentlichen Würdigung auch zuzuführen, haben wir uns entschlossen, einen Vortrag über sie zu gestalten und haben dazu Herrn Direktor Dr. Robert Streibel eingeladen. Herr Dr. Robert Streibel ist Direktor der Volkshochschule Hietzing und Historiker. Und als Historiker hat er sich vor allem mit der Geschichte der Zeit zwischen 1938 und 1945 beschäftigt. Seine letzten Werke, auf die ich Sie hinweisen möchte, waren Krems 1938 bis 1945, April in Stein 1945 und das Buch Bürokratie und Belletage über Arisierungen und Rückstellungen. Ein besonderes Verdienst hat sich ja Dr. Streibel da mit erworben, dass er mit dem Buch, das bereits 1996 erschienen ist, zum Thema Eugenie Schwarzwald und ihr Kreis, Eugenie Schwarzwald wirklich den Vergessen entrissen hat. Demnächst wird auch herausgegeben von Herrn Dr. Streibel ein neuer Band erscheinen, ein weiterer Band zu Eugenie Schwarzwald, und zwar mit dem Titel Das Vermächtnis der Eugenie, Feuilletons von Eugenie Schwarzwald, 1908 bis 1938. Ich möchte diese Einleitung damit schließen, dass ich Ihnen einen schönen Abend und vor allem eine wunderschöne Entdeckungsreise in die Welt der Eugenie Schwarzwald wünschen möchte. Ihr Tun war pausenlos. Danke an den Schriftsteller und Musikkritiker Paul Stephan für diese Einschätzung von Eugenie Schwarzwald. Diese Charakterisierung ist zeitlos. Dieser Satz engt nicht ein, das ist kein Korsett. Eugenie Schwarzwald hat es gehasst. Und sie hat das sogenannte Reformkleid getragen. Alles wird auf den ersten Blick erkennbar. Hier widersetzt sich jemand dem, was gut und richtig empfunden wird, der Mode. 1896 wurde in Berlin der Verein zur Verbesserung des Frauenkleides gegründet. Die ersten Berichte über das Reformkleid in Wien erschienen im Deutschen Volksblatt am 12. Mai 1901. Und die neue Freie Presse, die uns heute noch mehrmals unterkommen wird, sie hat im März 1902 über einen Vortrag im Frauenclub, Graben Nummer 29a im ersten Stock, berichtet. Einen Vortrag von einer Baroness Falke. Und diese Baroness hat über das Reformkleid gesprochen. Dr. Eugenie Schwarzwald hat zuvor mit 29 Jahren ihren ersten Vortrag in diesem Frauenclub gehalten. Mit freierster Beherrschung des Stoffes entwarf die junge Rednerin ein anschauliches und fesselndes Bild von des großen Schweizers Persönlichkeit. Eugenie über Gottfried Keller. Wir sind schon mitten im Thema, denn wir sind in der Schweiz. Zürich war nämlich der einzige Ort Europas, wo Frauen studieren durften. Und wer waren diese ersten Studentinnen in Zürich? Russinnen. Die Universität in Zürich erlaubte ab 1840 Frauen den Zugang zur Universität. Die erste Universität Europas, wo Frauen studieren durften. Eugenie Schwarzwald, geborene Nussbaum, ist keine Russin, aber sie ist im Osten geboren, in Polopanowka,
in der Nähe von Tarnopol, heute Ukraine. Das Gebiet, wo sie geboren ist, hat seit 1867 war das Teil des Kronlandes Galizien und Österreich-Ungarns. 1872, also wenige Jahre danach, wird Eugenie Nussbaum dort geboren. Und 1900 promoviert sie in Zürich in Literaturwissenschaft. Sie heiratet noch nach dem jüdischen Ritus ihren Mann Hermann, ein Jus-Student aus Czernowitz, und übersiedelt mit ihm nach Wien. Und jetzt beginnt das Tun. Den ersten Vortrag haben wir schon erwähnt. Weitere werden folgen, zum Beispiel im Volksbildungsheim in Otterkring, ebenfalls über Literatur. Manche Dinge ändern sich nicht, und wie Eugenie Schwarzwald mit dem Ludo Moritz Hartmann, dem Leiter dieser Einrichtung, gesprochen hat, hat er gemeint, sie könne gern über Literatur sprechen, aber es werden nicht so viele Hörerinnen und Hörer kommen. Und beim ersten Vortrag 12 Leute anwesend. Für damals war das nichts. Sie war vielleicht ein bisschen deprimiert. Beim zweiten Vortrag sind plötzlich 60 im Saal gesessen. Über Gottfried Keller hat sie besonders gern gesprochen. Frau Doktor, wie sie von vielen genannt wurde, war aber nicht nur Referentin, sondern eigentlich eine Schulgründerin. Sie hat das Mädchenlyzeum am Franziskanerplatz von einer Frau Jeiteles übernommen. Sie hat 1903 eine Koedukationsvolksschule eröffnet. Nach 2 Jahren bekommt diese Volksschule das Öffentlichkeitsrecht. 1907 kann ihre Schule Reifeprüfungen abhalten. In 2 Jahresschritten erfolgen weitere pädagogische Innovationen. 1909 die Gründung des vierklassigen Realgymnasiums. 1911 Eröffnung des achtklassigen Mädchengymnasiums. 1913 erfolgt die Übersiedlung der Schule in die Wallnerstraße Nummer 9. Also in der Herrengasse. Auf so viel Innovation und Gründungen bringen es nicht viele von uns. Doch dann kommt der Erste Weltkrieg. Und Eugenie organisiert Gemeinschaftsküchen und begründet die Aktion Kinder aufs Land, die in den nächsten Jahren tausenden Kindern nicht nur das Leben retten, sondern sie auch mit einer neuen Pädagogik vertraut machen. Sie hat einmal gemeint, Sommerpädagogik. Außenstellen der Heime gibt es am Semmering, in Küb, am Wolfersbergkugel, in Harthof, in Glocknitz, später dann in Bad Ischl und am Wolfgangsee. Noch während des Krieges organisiert sie 2-jährige chemische Fachkurse für Frauen und beteiligt sich an einer Initiative, die es Frauen ermöglichen soll, auch Jus zu studieren. Im Jahr 1920 kauft sie dann eine Villa, die Villa Seeblick am Grundlsee, macht daraus ein Erholungsheim für geistige Arbeiter. Als Anfang der 20er Jahre dann die soziale Situation in Deutschland noch schlechter ist als in Österreich, beschließt sie, eine österreichische Freundeshilfe in Berlin zu gründen und organisiert 4 Gemeinschaftsküchen, die über 1-2 Jahre in Deutschland bestehen. Also sie hat großen Wert auf Kultur gelegt, auch auf Esskultur, und die Tische waren alle mussten mit weißen Tischtüchern versehen werden, und auf jedem Tisch mussten immer frische Blumen stehen. 1922 hat sie das sogenannte Schwarzwaldsche Wohlfahrtswerk gegründet, maßgeblich unterstützt von ihrem Ehemann, der im Finanzministerium tätig war und ein sehr hoher Beamter und der viele ihrer Aktivitäten auch mitfinanziert hat. Alle die Aktionen, die Schulen, das Hotel, bestehen bis zum März 1938. Mit dem sogenannten Anschluss, dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Machtübernahme der lokalen heimischen Nazis
Dies bedeutet das Ende für ihre Aktivitäten. Eugenie Schwarzwald ist in dieser Zeit auf einer Vortragsreise in Dänemark und kehrt nicht mehr nach Österreich zurück. Sie fand Zuflucht wieder in Zürich. Ihr Mann Hemme stirbt 1939 und Eugenie stirbt ein Jahr später, 1940, an Brustkrebs. Ihr Tun war pausenlos. Ich glaube, der Titel stimmt, ein Leben im Staccato. Doch dies ist bei weitem noch nicht alles. Denn Eugenie Schwarzwald führt auch einen Salon in ihrer Wohnung in der Josefstädter Straße 67. Also ich glaube, den Schönberg ganz draußen, den würde man vielleicht erkennen. Die Käthe Kollwitz, die Dame mit den weißen Haaren, war sowohl in Wien als auch am Seeblick zu Gast. Dieser Mann ist ein ganz besonderer Exponent. Das ist der Ottmar Spann. Das ist der, der den Korneuburger Eid mitformuliert hat für den sogenannten Ständestaat in Österreich. Also nicht unbedingt, würde ich sagen, noch von meiner Warte aus, ein besonders fortschrittlicher Typ. Dieser Mann ist der Adolf Loos, der hat ihre Wohnung ausgestaltet, hat auch Teile der Schule in der Herrengasse gestaltet. Daneben ist die Kommunistin Friedel Dicker-Brandeis, eine Kunstpädagogin, die von den Nazis nach Theresienstadt gebracht wurde, dort noch mit Kindern gemalt hat und die ermordet wurde. Arnold Schönberg habe ich schon erwähnt. Sie hat darauf gedrängt, dass er bereits mit 50 Jahren in Wien eine Ehrung bekommt. Unten die Dame war die Grete Wiesenthal, eine Tänzerin, die sie auch gefördert hat. Die Grete Urbanitzky, man sieht bereits an der Zigarette im Mund, dass sie allen Klischees getrotzt hat. Dann den langen Mann hier, das ist der Graf James Moltke, der dann im Kreisauer Kreis 1944 von den Nazis hingerichtet wurde. Und hier haben wir noch die Dorothy Thompson, eine Journalistin, sehr berühmte Journalistin, die mit dem Sinclair Lewis, mit dem Nobelpreisträger, verheiratet war. Und das Besondere an dieser Schwarzwald, an diesen Salons ist, dass sie es irgendwie geschafft hat, so unterschiedliche Menschen an einen Tisch in einen Raum zusammenzubringen. Sie betreibt eigentlich ein Netzwerk und hat für nicht wenige Menschen Weichen für deren Leben gestellt. Sie hat in ihrer Schule, und man stelle sich das heute vor, als Direktorin Sprechstunden abgehalten für jeder Mann und jede Frau, wo sich alle Hilfsbedürftigen bei ihr melden konnten, an einem Tag in der Woche, also schulfremde Personen in der Schule. Puh. Sie hat aber auch schulfremde Personen einfach mitgenommen in den Unterricht und sie integriert. Der James Moltke ist mehrmals in der Schule gewesen und hat dann einfach in den Klassen Vorträge gehalten. Ein weiterer Gast in ihrer Schule war die Karin Michaelis. Sie hat in ihrem Haus Bert Brecht und Helene Weigel, auch eine Schwarzwaldschülerin, beherbergt in Dänemark, als sie vor den Nazis geflohen sind. Karin Michaelis war eine Schriftstellerin. Sie hat ein Buch geschrieben, Die fröhliche Schule, das bis heute nicht übersetzt worden ist. Und sie hat die sogenannten Bibi-Bücher geschrieben. Die Bibi-Bücher in den 20er, 30er Jahren, quasi da signalisiert eine Frau den Mädchen, also vor euch ist die ganze Welt nicht sicher. Ja? Also alles ist möglich. Eugenie war eine Frau des öffentlichen Lebens. Sie ist mehr als das. Sie ist auch eine literarische Figur. Sie haben gelesen Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Vielleicht probiert, kommt gleich im ersten Teil eine Frau vor, die Diotima. Ich lege Ihnen diese Zeilen, diese Seiten wirklich ans Herz.
Es ist keine 1:1 Kopie. Aber wenn ich vorher über den Salon geschrieben habe, den Salon, den die Diotima in diesem, beim Musil pflegt, da wird schon ein bisschen scharf mit dieser Frau auch ins Gericht gegangen, weil sie hat irgendwie alles aufgesogen, alle an einen Tisch gebracht, auch wenn sie sich nicht verstanden hat, aber bei ihr mussten sie sich verstehen. Also eine wirklich sehr köstliche Schilderung. Sie kennen Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit? Da gibt es doch das Ehepaar Schwarz-Gelber. Die sind auch nicht unbedingt angenehme Zeitgenossen, nämlich bei den Wohltätigkeitsveranstaltungen müssen sie immer in der ersten Reihe stehen und sie streiten ständig, weil der Mann stellt sie immer nicht so gut hin und die Schwarz-Gelber sagt immer, na, wir müssen weiter vor, wir müssen uns sehen. Ja? Also das heißt, auch eine sehr böse Auseinandersetzung. Das könnte die Schwarzwald sein, trifft 1:1 auf das Ehepaar Hermann und Eugenie Schwarzwald zu, aber es hat ein anderes Ehepaar auch noch gegeben, das wahrscheinlich ähnlich gestrickt war. Dann gibt es die Grete Urbanitzky, Der wilde Garten, da kommt sie auch vor, den Roman von Josef Weinheber, Gold außer Kurs, wo sie auch zu Ehren kommt. Dann gibt es einen Roman, Felix Dörrmann, jetzt wieder neu aufgelegt, Jazz, auch eine unverkennbare Parallele. Hugo Bettauer, Der Kampf um Wien. Sie werden Eugenie wiederfinden. Dann gibt es natürlich noch eine Reihe von wenig schmeichelhaften Darstellungen von der Eugenie, auch bei Friedrich Thorberg. Und Sie merken an meinen Bemerkungen jetzt schon so, also die Männer haben sie mit der Schwarzwald nicht sehr leicht getan. Und die ist ihnen irgendwie, auch die Literaten, kommt es immer wieder vor. Es sind auch lange nach ihrem Tod noch zumindest 2 Romane erschienen, wo sie auch eine Rolle spielt. 2003 und 2005. Einer davon spielt in der Villa am Seeblick, ist eine köstliche Schilderung der Gesellschaft, die sich dort versammelt hat. An diesen auch vielleicht manche würden sagen despektierlichen Bemerkungen, die die Literaten über sie getroffen haben, kommt natürlich auch eines zutage, was dann später noch eine Rolle gespielt hat. Nämlich, sie war selbst Jüdin, sie hat sich als Jüdin gefühlt, die Religion hat bei ihr keine Rolle gespielt. So das assimilierte Judentum hat ihre Töchter zu ihr in die Schule geschickt. Es hat dann auch so irgendwie dann die Bemerkung irgendwie so gegeben, also zur Schwarzwald kann man die Tochter nicht schicken, weil da wird es aufmüpfig und lernt denken und das ist vielleicht nicht ganz so immer gewünscht. Und da gibt es einen Feuilleton aus dem Jahr 1908, die Erziehung der modernen jungen Mädchen. Und jetzt lese ich Ihnen nur den ersten Satz vor und ich hoffe, Sie fallen mir jetzt nicht gleich vom Sessel. Wenn man eine Mädchenerziehung wünscht, die modern bleibt, das heißt allen Zeiten gerecht wird, so ist das Beste die Erziehung zur Ehe. Also was soll an dieser Frau fortschrittlich sein? Ja? Aber wenn Sie dann das weiterlesen, ist es irgendwie schon spannend. Aus ihrer Zeit her ist sie schon sehr weit gegangen, weil sie dann sagt zum Beispiel, mit der außerordentlichen Berufsbildung Hand in Hand geht die Bildung des Charakters. Die arbeitende Frau kennt sich und die Welt besser als die Dame. Wir reden jetzt immer über Schulgründungen und über viele Aktivitäten, über das Schwarzwaldsche Wohlfahrtswerk. Und vielleicht wird jetzt irgendjemand sagen, aber bitte, was war die Pädagogik von der Eugenie Schwarzwald? Ja, weil so viel tun und so wenig Schrift, das ist das Problem bei der Eugenie Schwarzwald. Denn ihr Vermächtnis sind tatsächlich ihre Feuilletons. Weil es gibt sonst kein Konzept, wie in der Schwarzwaldschule unterrichtet wurde.
außer dass es revolutionär war um 1900, wenn man die Kinder nicht als Kadetten gesehen hat, sondern als Menschen und mit ihnen freundlich umgegangen ist, dass man soziale Aspekte auch im Unterricht eingebaut hat. Da wird geturnt auf dem Dach der Schule in der Herrengasse. Wenn man natürlich dieses Bild sieht, und es gibt zwar einige Bilder über die Schule, aber was das Besondere an dieser Schule ist, können die nicht vermitteln, weil wenn ich das Bild zeige, okay, die turnen in der frischen Luft, das ist schon super in der Zeit, weil das ist nicht, und dann turnen da Mädchen. Zweites Bild, man sieht so eine Volksschulklasse, das ist aus einem Werbeprospekt der Schwarzwald, da sieht man schon, die sitzen auch schön ordentlich, alle die Kinder, und die Schwierigkeit eben, was ist das Besondere an dieser Schule? Der Mann, der so locker dann auf dem Tresen oben sitzt, auf der Vortragsbank, das ist ein Mann namens Peter Drucker. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Peter Drucker was sagt, das ist ein Management-Guru, der dann nach Amerika gegangen ist. Ich glaube, seine Bücher haben 50 Millionen Auflage oder so, und seine Management-These, die er in den 50er Jahren entwickelt hat, ist Management by Objectives, also quasi man macht sich Zielgespräche aus und legt den Mitarbeitern Ziele vor, also das war revolutionär. Dieser Peter Drucker, den haben wir zu verdanken, dass man eigentlich eine sehr konzise Schilderung, die ist zwar nicht sehr lang, der Schwarzwaldschule, des Unterrichtens dort haben. Er war, glaube ich, nicht einmal ein Jahr in der Schwarzwaldschule, in der Volksschule, und hat immer nachher dann geschrieben, also eigentlich, das war der beste Schulunterricht, den er gehabt hat. In die paar Monate, die er dort war, hat er mehr gelernt als auf allen anderen Schulen, die er dann jemals besucht hat, und auch Universitäten. Was war das Besondere? Da hat es ein Ella und Elsa Reis gegeben, die Volksschullehrerin dort waren. Und man muss sich das vorstellen, das muss so 1915, 16 gewesen sein. Die haben den Unterricht so gestaltet, dass sie sich mit jedem Kind am Montag hingesetzt haben und mit dem Kind einen Plan entwickelt haben, was das Kind in der nächsten Woche lernen soll. Und haben das Kind dann dazwischen begleitet, so schildert sie her. Und am Freitag, am Ende der Woche, haben sie die Lehrerinnen dann wieder hingesetzt und haben geschaut, was er erreicht hat und was ist. Und jeder hat eine Mappe gehabt und hat ein Heft gehabt, wo er reingeschrieben hat, was nimmt er sich vor und was schafft er. Also da war irgendwie so eine natürliche auch Autorität, die irgendwie faszinierend war. Einige Beispiele gibt es, also das Zitat des Buches von der Deborah Holmes, die eine wirklich sehr gute Biografie geschrieben hat, Langeweile ist Gift. Ja? Kinder dürfen sich in der Schule nicht langweilen, und es ist immer die alte Schule, wo man auswendig lernen muss, wo man nichts verstehen muss, wo man nicht diskutieren darf mit den Lehrern. Also das war für die damalige Zeit schon revolutionär, weil, wir können uns erinnern, das hat es auch in den 60er, 70er Jahren noch nicht so gegeben. Ne? Und Projektunterricht überhaupt nicht. Es war eine Privatschule, es hat Freiplätze gegeben, die dann finanziert wurden. Aber sie hat immer großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder irgendwie auch die sozialen Unterschiede schon als Kinder bemerken oder ihnen klar wird. Sie hat dann ihre Kinder quasi aufgerufen, sie müssen jetzt alte Menschen suchen in den 20er Jahren, denen es schlecht geht, und denen müssen sie was Gutes tun. Für die Jugendlichen damals, also für die Kinder, war das ein einschneidendes Erlebnis, das haben sie nie vergessen und hat einigen auch geholfen. Ja, also das heißt, Sie merken schon an meinen Ausführungen, da ist schon einiges dabei, was man vielleicht heute so nicht mehr machen kann, aber was vom Ansatz her schon ganz besonders war. Sie war ein gläubiger Mensch, nämlich sie hat wirklich bis zum Schluss geglaubt, dass Literatur die Menschen besser machen kann. Und diese Geschichte mit dem Gottfried Keller, also es gibt mehrere Feuilletons, wo sie das beschreibt. Wenn es ein Problem gibt, sie hat immer die passende Geschichte vom Gottfried Keller gehabt. Dann ist sie in die Klasse gegangen, hat den Kindern vorgelesen, die waren alle begeistert, dass sie wieder kommt und vorliest, und hat dann aus diesem heraus versucht, eine Anleitung fürs Leben
zu entwickeln. Vielleicht noch eine Anekdote, die wirklich, weil sie auch jetzt jahrestagsmäßig gut passt, Oktoberrevolution, ja, 1917. Sie hat irgendwie erkannt, dass das eine besondere Geschichte sein wird, die Oktoberrevolution, hat eine Rede damals in ihrer Schule gehalten und dann hat sie allen Kindern freigegeben. Aber sie war eine zutiefst bürgerliche Frau. Also sie war eher der Sozialdemokratie aber zuzuordnen, hat aber die meisten Artikel in der Neuen Freien Presse geschrieben. Und sie hat aber auch eines, sie hat sehr früh ein Medium erkannt und sich dessen auch bedient. Sie hat bereits 1924 geschrieben in einem Feuilleton, also die Radiosache, die wird ganz wichtig werden, und hat das Demokratische an diesem Medium geschätzt. Und sie hat auch ab 1924 nicht nur in Österreich, sondern international in allen möglichen Radiostationen Vorträge gehalten. Und hoffe, ich habe Ihnen alles oder viele Seiten von der Schwarzwald erläutern können. Es gäbe sicherlich noch einiges mehr. Danke. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diesen Einblick in das Leben und Wirken von der Eugenie Schwarzwald. Wir haben in diesem Zusammenhang auch vom Kammerhofmuseum in Bad Aussee eine Ausstellung übernehmen dürfen. Es hat im Sommer eine Ausstellung gegeben zu Eugenie Schwarzwald, die von Herrn Dr. Streibel konzipiert worden ist, die bis Ende August gelaufen ist und dann durch verschiedene Kontakte an das BIF gekommen ist. Allerdings müssen wir diese Ausstellung in kürzerer Form gestalten, und ich darf Sie herzlich einladen, sich diese Schaubilder dann auch noch einmal anzuschauen.